Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir waren in der letzten Folge bei dem Geist von John Jarl und ich hab's. Ah, Moment, mein USB-Dingens verabschiedet sich. Bitte! Fail-Folge hier. Ich habe ja einen USB-Hub auf dem PC stehen, weil ich so viele USB-Geräte habe. Ja, also wir waren in der letzten Folge im Grab und ich habe es dezent verkackt, weil die Stimme vom Geist... Die war nicht gut. Ich habe sie überarbeitet. Wenn wir nochmal mit ihm reden müssen, dann habe ich da vielleicht was Besseres. So, also, was ich noch nachgeguckt habe jetzt, was hier in der Quest steht. Wir müssen jetzt... Ups. Wir müssen jetzt zu Elisabeth. Geh mit dem Fragment zu Elisabeth, erzähle ihr, was passiert ist und frag sie, wie man das Fragment aktiviert. Genau, er hat ja gesagt, die können uns helfen, die Bewahrer-IDs. Das heißt, wir gehen damit jetzt nicht fripp auf seine Eichhörnchennüsse, also natürlich auf die Haselnüsse, sondern wir fragen erstmal Elisabeth. Wir haben jetzt hier das Fragment des Lichts-IDs. Ich weiß gar nicht mehr, früher hat das auch anders ausgesehen. Ich habe das ja das letzte Mal gemacht. Weit früher als diese inventarmäßige Grafiküberarbeitung gekommen ist, wo auch einige Items ein anderes Aussehen bekommen haben. Ups. Deswegen musste ich gerade erstmal gucken, wie das aussieht. Übrigens, die Pferde stehen mit den Hufen da drin. Ich glaube, die müssen sie mal ein bisschen anheben bei der Brücke. So, wir reiten jetzt mal diesen Weg hier entlang. Ein sehr, sehr schöner Weg, den ich aber gar nicht so oft reite eigentlich. Den Silver Song Way am Silver Song Fluss entlang. Ich finde, das ist ein unheimlich schöner Weg. Habt ihr so Wege, die ihr besonders gerne reitet in Star Stable? Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben unter dem Video. Bin gespannt. Bin auch schon mal gefragt worden, ob ich nicht mal so ein Video machen kann, so meine Lieblingsorte in Star Stable. Also momentan haben wir noch unheimlich viel zu tun. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber momentan... Also, ne... Hier, verfügbare Quests. Ihr seht selber, also wir haben momentan, also wow. Also es ist richtig krass, was wir jetzt gerade machen können, alles. Das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen möchte ich momentan noch nichts irgendwie machen, solange wir ja noch wirklich ausreichend Beschäftigung haben. Aber mal gucken. So. Was ist das eigentlich gerade mit der Kamera? Ich sitze hier wieder wie so ein Affe am Schleifstein. Normalerweise müsste ich mich weiter zurücklehnen und das Mikro hinter mir herziehen. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal so, weil so ziehe ich mir die Schultern nach vorne. Ich sitze irgendwie nie aufrecht vorm PC. Ich sitze immer wie so ein, ich weiß nicht, wie der Glöckner von Notre Dame oder Yennefer beim Witcher vor ihrer Ausbildung. Nicht schön. Ich will keinen Buckel kriegen. So, hallo Elisabeth. Liebe übrigens das Pferd von Elisabeth. Das Fragment des Lichts-IDs. Was für ein Abenteuer. Du hast mit John Jarls Geist gesprochen und das Fragment erhalten. Laut der Legende hat John Jarl die Druiden in ihrem Handeln unterstützt. Ich habe zwar Geschichten gehört, aber ich wusste nicht, dass er uns ewig zu Diensten steht, sogar nach seinem Tod. Aber es ist gut zu wissen, falls eines Tages mal etwas richtig Schlimmes passiert. Nun müssen wir aber das Fragment aktivieren, sodass du es benutzen kannst. Ich glaube, dass du dieses Fragment laden und aktivieren kannst. Wir haben ja schon gesehen, dass du spezielle Fähigkeiten hast. Leide meinen Runenstab, reite hoch zu den Runensteinen über meinem Haus, platziere das Fragment vor dem Sonnenstein und lade es, indem du den Stein mit dem Stab aktivierst. Komm dann zu mir zurück. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Die belebende Kraft der Sonne wird dem Fragment die nötige Kraft geben. Okay. Ja, genau. Und hier ist der Händler. Hier hinter. Und da kann man die Hufeisen auch kaufen. Ja, für 9.900 Schilling oder 90 Starcoins. Das sind wirklich exakt genau die gleichen von den Werten her. Es gibt auch weniger gute... Das sind die, die überall plus 2 haben. Das heißt, ihr verliert da 1 Stärke und 1 Disziplin.
Das heißt, sie sind auch immer noch ziemlich gut. Also ihr verliert jetzt den wichtigsten Wert, oder die wichtigsten Werte. Agilität und Geschwindigkeit, meiner Meinung nach, sind es die wichtigsten Werte. Die verliert ihr nicht. Die verliert ihr nicht. Das heißt, damit könnt ihr auch eigentlich schon relativ gut Championate reiten, finde ich jetzt. So. Platzieren. Zauberstab schwingen und Fragment wieder einsammeln. So. Ich dachte, jetzt passiert hier noch was Tolles, so Wingardium Leviosa. Und, aber nein. Evada Kedavra! Es passiert nichts. Wir haben einfach nur. einfach nur das Wutscheln und das Wedeln gemacht und dann war es schon soweit. So. Siehst du, Tiffany? Aidins mystische Kräfte scheinen sehr stark in dir vorhanden zu sein. Das Fragment scheint geladen und fertig zum Benutzen zu sein. Bevor du losreitest und dich im Vogelscheuchental Gefahren aussetzt, solltest du erst überprüfen, ob es auch funktioniert. Mach einen Test, dann sehen wir ja, ob es klappt. Ich werde sehen, wie kraftvoll das Licht ist und kann dann beurteilen, ob es ausreicht. Ach, da unten. Da. Das ist ein schönes Bild. Tut mir leid, aber das ist so ein Moment. Wisst ihr, den haben wir nie wieder. Das können wir so nie wieder als Szene haben. Und entsprechend... Muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Ich finde, so geht das noch. So ist Elisabeth so ein bisschen auf der Seite drauf. Ich finde, so ist das ein schönes Bild. Und entsprechend, finde ich, sollten wir das halt einfach irgendwie so als Bild festhalten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Pikachu. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich hoffe, ich habe jetzt ein Bild gemacht. So, ich leuchte, ich leuchte. Oh, wie stark es gestrahlt hat. Sehr stark. Aber ein Licht, das so stark brennt, geht auch schnell wieder aus. Deswegen glaube ich nicht, dass es so lange halten wird. Es wird dennoch effektiv sein. Das verspreche ich dir. Die Nebeneffekte können allerdings gefährlich sein. So, Tiffany, dann bleibt nur noch zu hoffen, dass sich das Licht vor den dunklen Mächten beschützt, die Vogelscheuchen zwischen unserer Welt und Unwirklichkeit fängt. Die schlechten Nachrichten sind, dass das geladene Fragment wahrscheinlich nur circa eine Minute reichen wird. Du solltest es also nicht aktivieren, bevor du beim Tor zum Vogelscheuchental bist. Es sollte dir genug Zeit verschaffen, zum Baum zu reiten und den Apfel zu pflücken, falls es einen gibt. Aber sei bloß vorsichtig. Falls die Kräfte außer Kontrolle geraten, können noch bösere Wesen durch sie angelockt werden. Kein Rauch ohne Feuer, kein Licht ohne Schatten. Je stärker das Licht, desto stärker der Schatten. Wir müssen jetzt die Daumen drücken. Sei vorsichtig. Viel Glück mit deinem Auftrag. Vergiss nicht, das Fragment zu aktivieren, wenn du beim Tor zum Vogelscheuchental bist. Falls du den Apfel bekommst, musst du damit zu Alex beim nördlichen Eisentor reiten. Ja dann, auf geht's zur Reithalle. Oh, das passt ja perfekt hier in die Folge rein. Das passt ja perfekt. Wie episch das ist. Ganz ehrlich, Leute, ich finde Star Stable... Es gibt immer wieder Aufreger, ja. Also ich reg mich immer wieder über Dinge auf, die Star Stable meiner Meinung nach anders lösen sollte, könnte, wie auch immer. Gerade auch, weil sie eine sehr junge Community haben und man viele Sachen wirklich nur über viele Star Coins bekommt. Beziehungsweise eher über... eben Geldbeträge, weil es oft auch Sachen sind, die zeitlich begrenzt drin sind und wo man nicht weiß, kommen sie nochmal rein, kommen sie nicht nochmal rein. Zum Beispiel jetzt gerade das Urpferd, beziehungsweise die Urpferde, Umbra und Eila und die passenden Haustiere. Und dass die Haustiere so teuer sind, das finde ich schon kritisch. Das sind so Sachen, oh ja, natürlich, Star Stable muss Geld verdienen, um die Mitarbeiter zu bezahlen, um die Server am Laufen zu halten und solche Dinge, aber auf der anderen Seite... Früher ging es doch auch, ohne dass die Tiere so schweineteuer gewesen sind. Das finde ich schon mal ein bisschen schwierig bei so einer jungen Community. Aber das Spiel an sich
Finde ich richtig gut. Und ich finde auch den Preis. Leute, wenn man sich das mal überlegt, wenn man das kauft, zu einem Zeitpunkt, wo Star Rider mit einmaliger Zahlung, also das Lifetime-Angebot, reduziert ist, ich glaube, dann zahlt man 45 Euro. So viel kosten die meisten Spiele. Und Star Stable wird kostenlos geupdatet. Also, das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Es wird kostenlos geupdatet. Man bekommt die Ingame-Währung auch so. Und kann sie sich ersparen. Und wie gesagt, es gibt einfach zumindest momentan nicht absehbar irgendein Ende. So, die habe ich weggebrutzelt. Es gibt momentan kein absehbares Ende von Star Stable. Und wenn man sich das mal überlegt, andere Spiele haben eine ziemlich begrenzte Dauer. Und das haben wir hier mehr oder weniger nur. Also, finde ich wirklich gut. Du hast den goldenen Apfel gefunden. Zur gleichen Zeit ist die Kraft des Fragments erloschen. Am besten nimmst du den Apfel und beeilst dich, um so schnell wie möglich bei Alex am nördlichen Eisentor zu sein. Du pflückst den Apfel. Zur gleichen Zeit passiert etwas Schreckliches. Was taucht denn hier auf? Eine Gruppe von fliegenden Schattenhexen, vermutlich ausgesandt, um dich zu stoppen. Sie müssen sich aus dem Schatten des Fragmentlichts entwickelt haben. Sie wollen dir den Apfel stehlen. Reite weg und bleibe nicht stehen, bevor du bei Alex am nördlichen Eisentor bist. Lasse sie dich nicht mit ihren magischen Schlafbomben fangen. Ja, guck, das bringt sogar direkt noch 125 Erfahrungspunkte. Also ganz ehrlich, wow, und da kommen die Schlafbomben auf den Boden. Ah. Und das hier, das gab es früher auch mal als Rennen. Ich frage mich, ob das Rennen jemals wieder zurückkommen wird. Weil das ist rausgepatcht worden, ohne jegliche Begründung. Wenn ich mich recht entsinne. Also ich kann mich auf jeden Fall an keine Begründung erinnern, warum es das nicht mehr gibt. Und es kam, das ging raus, als ein anderes Rennen für die Story reinkam. Macht aber für mich keinen Sinn, weil es ist ja noch drin. Wir sehen es ja hier gerade, dass es sehr wohl eben noch im Spiel verfügbar ist. Warum es momentan draußen ist, ob es wieder reinkommt, keine Ahnung. Wenn da jemand von euch näher Bescheid weiß, dann könnt ihr mir das gerne mal sagen. So, wir sind den Hexen entkommen und müssen jetzt zum nördlichen Eisentor reiten, wo Alex auf uns wartet. Und ja, ihr habt recht, ich sollte ganz, ganz dringend jetzt mal hier die Wolf-Quest auch abschließen, dass uns nicht die Wölfe immer im Weg stehen. Denn da muss ich jetzt im Moment schon auch noch immer drauf achten, dass ich hier kein Wolf-Problem bekomme. Da ist einer, da hinten ist einer. Ja. Wenn wir hier vorbeireiten, dann dürfte er uns aber nicht kriegen. Nein. So, Rennen beendet. Zack. Das erste Rennen für Amethyst. Tiffany, Amethyst Wings. Ihr seht so erschöpft aus. Was ist denn passiert? Und was ist das? Ein goldener Apfel. Du und Amethyst Wings seid wahre Helden. Ah. So groß war jetzt die Leistung auch wieder nicht, oder? So, aber ihr Lieben, das war's jetzt für heute mit Star Stable Online. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Weiß noch nicht, ob ich jetzt am Sonntag auch noch eine Folge bringe. Gucken wir mal, je nachdem, wie ich es zeitlich hinbekomme. Das wird sich im Laufe der Woche entscheiden. Aber danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ansonsten hören wir uns spätestens am Montag wieder. Tschüss!